Obwohl du eigentlich 10, 20, 30 Leute hast, hast du das Gefühl, dass immer nur die Hälfte da ist, weil irgendwie die andere Hälfte ständig krank ist. Geht dir das auch so? Kennst du das vielleicht? Ich werde jetzt in diesem Video ein paar Tricks verraten, wie du den Krankheitsstand einfach senken kannst. Ja, herzlich willkommen zu dem Video. Mein Name ist Alex und wir wollen uns heute mal ein Thema anschauen, was jeder Unternehmer kennt, auch unabhängig vom Handwerk, kennt man das überall, nämlich der Krankenstand. Erstmal also unterscheiden zwischen einem normalen Krankenstand und einem überdurchschnittlichen Krankenstand. Normal ist es, dass ein Mitarbeiter ungefähr 14 Tage im Jahr krank ist. Ich sag mal, ein guter Mitarbeiter ist eher 5 Tage im Jahr krank, weil logischerweise, der muss die anderen irgendwie ausgleichen, die häufiger krank sind. Also die 14 Tage sind schon eher sehr hochgegriffen. Das ist, ist für mich kein Top-Unternehmen dann. Ne? Also bei uns müsst ihr mal die Zahlen genau anschauen, aber wir sind auf jeden Fall drunter. Und du wirst feststellen, es gibt Leute, die so gut wie nie krank sind, es gibt Leute, die irgendwie ständig krank sind. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wo das erstmal liegen kann. Möglichkeit 1, die Leute sind einfach körperlich sehr, sehr schwach. Und dann heißt auch nicht belastbar irgendwo, dass sowieso zum Problem werden wird mittelfristig, ne, in der Zusammenarbeit. Möglichkeit 2, die haben einfach keinen Bock, die verarschen dich. Ne? Das sind die beiden Möglichkeiten, die generell mal passieren können. Gut, Möglichkeit 3, die sind mal wirklich krank, aber wie gesagt, man kann auch mal 5 Tage im Jahr richtig krank sein, das ist überhaupt kein Thema, man kann auch mal 10 Tage krank sein, aber darüber hinaus sollte es am besten nicht gehen, wenn du einen Top-Performer halt hast. Zumindest geht es bei dir nicht drüber. Ich rede jetzt wirklich nur von denen, die wirklich sehr oft krank sind. Ich hatte letztens einen Fall, da hat man gesagt, 30 Tage im Jahr sind seine Leute im Durchschnitt krank. Das ist halt schon heftig. Und das kann aber viele Hintergründe haben. Wie gesagt, das eine ist, dass sie einfach menschlich schwach sind. Das kriegst du aber oftmals schon die ersten Monate, wenn sie bei dir sind, mit. Du kriegst dann schon mit, okay, haben die häufiger mal Probleme? Gibt's? Wir hatten einen Mitarbeiter, der hat gefühlt jede Woche ein anderes familiäres Problem gehabt. Ich habe denen auch gesagt, du Digga, ganz ehrlich, ich kann nicht zu deinen familiären Problemen, kriegst sie in den Griff. Ja, und er hat irgendwann auch gesagt, er kriegt nicht die Performance hin, die er machen möchte und ist dann halt von selber gegangen. Da muss man noch teilweise gar nichts machen. Wenn die Leute, den Leuten bewusst ist, hier sind Leute, die performen und die anderen Leute im Team merken das natürlich auch, die sind dann auch nicht so glücklich darüber. Dann wirst du feststellen, dass sich das Team auch teilweise selber selektiert. Andere Möglichkeit, es wird häufiger krank gemacht, sage ich jetzt mal. Das hängt, aber da kann man zwei Dinge zusammenhängen in meinen Augen. Das eine ist schlechtes Betriebsklima, das andere ist fehlende Motivation. Schlechtes Betriebsklima ist tatsächlich häufiger, als man denkt. Also es kann häufig mal sein, dass eine Person irgendwie gemobbt wird, dass eine Person einfach nicht glücklich ist mit dem, was sie macht. Und wenn eine Person häufiger krank ist, dann haben wir sowas, nennt sich Krankenrückkehrgespräch. Also wir fragen die Person wirklich, hey, du bist relativ häufig krank, woran liegt's? Ja? Und oftmals kommen da wirklich Dinge raus, und man feststellt, hey, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Natürlich ist trotzdem nicht die feine englische Art, dann krank zu machen, ist auch logisch. Aber manchmal kriegt man noch Dinge raus, die man so davor gar nicht wusste, die es vielleicht auch irgendwo rechtfertigen können. Ja? Meistens ist aber danach alleine schon der Krankenstand niedriger, weil man mal drüber geredet hat. Das ist auch so ein Thema. Nächstes Thema, wie gesagt, fehlende Motivation. Man kann mit Anreizsystemen arbeiten. Man muss aber sehr, sehr stark aufpassen, weil es arbeitsrechtlich sehr, sehr kompliziert ist. Ich bin auch kein Anwalt, ich kann in dem Bereich gar nicht beraten, aber ich weiß, dass es sehr komplex ist auf jeden Fall. Man muss aufpassen, was man da macht. Aber generell ist es wohl so, wenn du ein Anreizsystem hast, was vernünftig ist, was fair ist, wirst du den Krankenstand dadurch senken, dass die Leute motivierter sind, ihren Job gut zu machen. Auf der anderen Seite belohnt es die Leute, die häufig da sind, weil die halt einfach mehr Gehalt bekommen mittelfristig und bestraft doch irgendwo in Anführungsstrichen die Leute, die weniger da sind, was wirtschaftlich gesehen noch nachvollziehbar ist. Ne? Also wie gesagt, man muss halt sehr, sehr stark aufpassen, was man da konkret macht. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall, alleine wenn man jetzt bei Vertrieblern guckt, diverse Boni-Modelle. Der Vertriebler hat eine hohe Motivation, selber da zu sein, wenn er prozentual vom Umsatz bezahlt wird, weil er kann keinen Umsatz machen, wenn er krank ist. Auch logisch. Ne? Und solche Modelle kann man in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Bereichen auch machen. Wie gesagt, alles auf jeden Fall nochmal absichern lassen rechtlich, das ist logisch. Aber das sind Möglichkeiten, die man nutzen kann, die wir teilweise bei uns zum Beispiel auch nutzen. Und diese Kombination, zum einen mit gutes Betriebsklima, zum anderen motivierte Mitarbeiter, sorgt im Normalfall dafür, dass auch Leute, die vielleicht mental schwächer sind, die häufiger krank werden würden, schon nach ein, zwei Wochen von selber sagen, irgendwie passe ich hier nicht rein, irgendwie passt das nicht, das sind alles solche Macher, die geben alle so viel Gas, das passt irgendwie bei mir nicht. Die Leute hatten mir auch hier in 4 Tagen gesagt, die sind einfach zu viel, die gegangen sind. Ne? Das ist auch komplett in Ordnung. Das ist auch okay, die gehören einfach nicht hierher. Die sollen woanders hingehen, vielleicht in irgendein staatliches Unternehmen, wo sie letzten Endes ihr Geld einfach fürs Dasitzen, rumsitzen bekommen. Das können wir uns aber in der Wirtschaft einfach nicht leisten. Gerade in jetzigen Zeiten können wir uns das nicht leisten. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt und vor allem ganz wichtig, die Krankheitstage sind das andere ist aber die mentale Belastung, die du daraus mitnimmst. Weil du siehst dann schon wieder früh, jetzt schon wieder einer krank. Ich meine, wir sind 35 Leute, das ist bei jedem, also ist jeden Tag irgendwas, das brauchen wir nicht drüber reden, schon rein statistisch gesehen ist jeden Tag einer krank, ist auch in Ordnung. Ne? Man findet sich auch irgendwann damit ab, aber wenn dann jeden Tag 3, 4, 5 Leute krank sind, dann macht dich das mental irgendwann noch fertig, man hinterfragt sich selber. Ne? Und jetzt hast du mal so eine Anleitung, was du machen kannst, schrittweise. Ne? Also Punkt 1, hinterfrag wirklich mal, ist eine Person, die generell vielleicht körperlich schwach ist, einfach generell vielleicht nicht geeignet ist, diese Belastung, die du auf Arbeit mitbringst, so durchzuhalten. Das ist dann auch für die Person sinnvoller, wenn sie geht tatsächlich, ganz realistisch, weil sie fühlt sich nicht wohl. Wird sich nicht wohlfühlen. Oder Thema 2 liegt an der Motivation. Da hast du dann verschiedene Möglichkeiten über andere Systeme oder halt auch am Betriebsklima damit zu arbeiten. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ne? Führ gerne mal Gespräche auch mit den Leuten, die häufiger krank sind. Das hilft schon mal, teilweise auch zu verstehen, was die Situation von denen ist. Und bis zum nächsten Video.